Ach, was denn? Ich warte noch ein bisschen. Hopp. Ah, schon noch weiter weg. Ich will mal gucken, ob ich meine Pfeile wiederfinde, ne? Da, wo das Blut ist. Ich sehe es schon von hier aus. Aber das hilft mir ja nichts. Der kommt ja an dann. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im Brutalmodus. Oh, da ist ja Kohle vor der Tür. Ich habe jetzt ungefähr, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, so 30 Sekunden mal hier in die Kisten geguckt und habe mich entschlossen, da ich ja gar nicht mehr näher rankomme hier, da ich ja gar nicht mehr so viele von den Traubensäftchen habe, doch alle davon hier zu lassen. Ich glaube, die auch, oder? Die können wir nirgendwo besser brauchen. Nee, komm, die nehmen wir mit. Aber die lassen wir hier. Und da haben wir ja auch nicht mehr so viele von. Deswegen habe ich die beiden auch hier gelassen. So, jetzt gehe ich mal eben noch die Kohle klopfen da. Und dann wollten wir raufgehen. Aufpassen, nicht, dass hier so ein Vieh ankommt. Es dürfte eigentlich... Oh, mach doch mal weiter. Dürfte eigentlich jetzt keine kommen, weil... Ist ja die gleiche Zeit wie beim letzten Mal, als ich aufgehört habe. Ist ja zwei Wochen her. Man war dann am 28. August oder so, ne? Heute ist der 9. September, Samstag. Also schon eine Weile her. Gut, müsst ihr mitnehmen? Kann ich mitnehmen mit ein bisschen Kohle? Ja, ich würde sagen, tauchen wir auf. Das könnte Nacht sein. Das könnte richtig fiese kalt sein. Ich habe jetzt mal alle drei mit. Moment, eins will ich noch gucken. Habe ich denn hier überhaupt noch... Sauerstoffflaschen. Vier Stück sind hier. Okay. Muss ich mir merken. Ist ja eine Menge. Oh, mach doch mal zu. Ich glaube, ich drücke immer den falschen Knopf. Kann das sein, dass ich noch Sunken Land so ein bisschen drin habe? Ich sehe sonst auch nichts. Pass auf. Dann werden wir uns jetzt das Ding anziehen hier. So. Die später. Mein Gott. Ja, nee, nehme ich mir drauf, weil ich die ja eventuell auch brauche. Wenn auch jetzt nicht direkt, sondern erst im Frühling. Munition war wieder so viel rausgegangen, ne? Ja, dann. Wo ist das Loch? Ich glaube hier, ne? Auf geht's. Jo. Ich will eine Taucherbrille haben, damit ich hier ordentlich gucken kann. Ah, schön leise, ne? Gleich kommt das Gerausche wieder. Da ist das Loch. Hat er jetzt den vollen genommen? Ach Mann, ey. Nimm doch erst die leeren. Das müsste man wirklich mal Entwickler schreiben, dass der das so programmieren muss, dass das Programm guckt, welche Flaschen sind da im Inventar und dann erstmal die angebrochenen aufbrauchen. Jetzt hat man ja jede Menge angebrochene. Oh, schon friere ich. Das ist gar nicht gesund. Oh, ist aber hell. Jetzt könnte man mit der Folgenlänge so ein bisschen hinkommen. Es wird gerade hell, ne? So. Und dann müssen wir da oben auftauchen. Aufkloppen. Ich kann auch jetzt nach Hause schwimmen und gucken, ob hier noch was abzubauen ist, ne? Aber das dauert länger, ne? Ne, komm, lass uns nach oben gehen. So, Eis. Dunk, dunk. Ja. Also. Oh, hoffentlich geht das. Ich bewege mich ja weiter. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht von unten. Ja, geht. Hups, bin ich schon draußen. Kein Wolf hier. Jetzt aber. Da muss ich aber rennen. Ich friere. Uiuiuiui. Ja, das ist Morgenlicht, ne? Ja, sicher. Habe ich gut abgepasst. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, jetzt sollte eigentlich Nacht sein. Jetzt habe ich gerade noch so in 2-3 Minuten verzögert. Und da kommt das hin. Da geht die Sonne auf. Passt gut. Folgenanfang, Sonnenaufgang. Bestens! Oje, oje, oje. Guckt ihr euch das an, weil ich mir einen wegfriere.
Warte mal. Und jetzt? Ach, guck. Ja, immer noch. Es ist so kalt. Minus 3 Grad, weil ich nass bin, ne? Naja. Erstmal rein. So, wie? Der ist ausgegangen. Holz, Holz. Ich nehme lieber erstmal Holz dafür. So, und dann werden wir auch gleich wieder gemütlich warm und trocken. So, wo haben wir das hin? Den. Heißt jetzt mal gucken, wo was alles hingehört. Also die haben wir auf jeden Fall hier. So. Guckt euch das an, was ein Shit. Also das finde ich ätzend. Alles Angebrochene jetzt hier. Ob der reicht, um runterzutauchen? Wir haben da unten ja welche. Ich weiß nicht. Doof ist das, oder? Naja. So. Die. Guck mal, hier habe ich da auch Seile. Dann kommen die hier rein. Und die. Und die. Und jene. Die Kohle packe ich hier mit bei, oder? Haben wir da noch irgendwo einen Platz frei? Ja, da sind ja schon welche. Alles klärchen. Oh Mensch, die Pilze. Ja, sicher, die guten Pilze. Boah, Leute, schon 19 Pilze. Das ist doch schon mal geil, oder? So, da müssen wir natürlich keine. Einen nehmen wir mal mit für Notfall. Da gucken wir, dass wir jetzt möglichst bald. Die sammle ich erstmal, würde ich sagen. Dass wir möglichst bald wieder einen kochen. Den Revolver. Boah, kann ich ja mal mitnehmen. Und mal, fehlt ein Schuss? Ja, aber gehen da nicht 5 rein oder 6? 5, ne? 6 sogar. Okay. Na gut. Dann lassen wir die mal noch dabei. Oh, ich muss was futtern. Aber wir haben ja hier... Wie sieht es eigentlich aus? Ja, guck mal. Hat sich ganz gut gehalten, ne? Achso, den können wir noch wegpacken. Hier, die auch. Brauche ich jetzt hier nicht. Ah, das ärgert mich richtig mit den Pullen, dass er die da so mischt. Muss man mal gucken, wie man das am geschicktesten macht. Komm, dann hauen wir uns richtig was rein hier. Bäm! Total knorke fand ich ja, dass wir da so ein Ding gefunden haben. So, wir haben 2 Gegengifte. Auch Munition ist, glaube ich, ein bisschen knapp. Lass uns doch mal den Bestand begucken. Da sind nur 3. 7, ja, das ist okay. Naja, die muss ich nicht alle mitnehmen, oder? Warte mal, nee, das geht dann halbieren. So, das sollte reichen. Damit im Falle eines Falles, ihr wisst schon. Naja, was stellen wir an hier mitten im Winter? Wir haben noch Dezember und wohl auch noch eine ganze Weile. Ich gucke jetzt erstmal, hatte ich den eigentlich ausgemacht? Nee, den habe ich angelassen, oder? Wir brauchen auch eigentlich die Blaubeeren, aber da haben wir keine mehr von. Oh, guck mal, der Hackebutten. Zehn Stück. Das habe ich gut gemacht. Aber ohne Blaubeeren können wir da nichts mixen. Natürlich Green. Oh, da ist ja gar nichts mehr. Wie lange hat der noch? 49. Das müssen wir uns drum kümmern. Also das müssen wir erstmal jetzt in Ordnung bringen. Kann ich da hin oder habe ich den am Arsch, wenn ich mir jetzt hier den Schrott holen will? Ich glaube, das geht noch, oder? Oh, der kommt auch in die Richtung, ne? Ich bin so ein bisschen raus, muss ich sagen. Fast 2 Wochen, die ich nicht, oder ungefähr 2 Wochen, die ich nicht gespielt habe. Ich hatte damals so ein paar mehr Folgen im Vorlauf gemacht. Und dann bin ich immer so ein bisschen raus. Ganz besonders dann, wenn ich was anderes gespielt habe. Ein anderes Spiel mit einer etwas anderen Steuerung. Ne? Das ist ja dieses Sunken Land, was ich gespielt habe. Und dann ist das F, das E und oh, ist halt immer so. Warte mal, den können wir erstmal schlachten. Hier kommen wir nix rein, ne? Aber da. So. Die da packen wir drauf. Det. Ah ne, die müssen in den Kühlschrank. Haben wir da noch Platz? Jo. Hier haben wir da noch welche. Ich dachte, ich hätte da keine mehr von. Pass mal auf, wie viel haben wir denn hier? 12 Stück. Kann ich das im Kühlschrank machen? Müsste eigentlich, ne?
zack. Das ist super. So, was für Marmelade? Genau, das waren die Erdbeeren, die alle gegangen sind. Da können wir die Marmelade nicht mehr machen. Sondern nur das Zeug hier. Gemüsechutney, da kümmern wir uns mal drum. So, gucken wir mal, was kostet der Spaß? Ich weiß, ein Wasser auf jeden Fall, ne? Was ist denn da jetzt schlecht geworden? Wo einiges hier. Gemüsechutney. Aber ich hatte, glaube ich, irgendwo auch... Nee, da nicht, oder? Nee, das ist das Insektenzeug. Also... Kochen, Gemüsezeug, 2 Zwiebeln, 3 Möhren, 2 Blätter. Also, Blätter. Das wert, ne? Machen. Läuft. Trinken? Boah, kann ich ja. Mhm. Na, lass mich ran. Dann wollte ich noch so eine Pulle machen. Ne? Da brauchen wir einige von. Was kostet die nochmal? 3 und 2. Mach mal noch eine. Besser ist das. So, und dann wollte ich mich kümmern um die Falle. Ne? Dass da wieder was reinkommt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann brauche ich den Hammer. Und dann war das Tauwerk. Moment mal hier. Die packen wir jetzt hier hin. Da gehört das hin, ne? 3 Seile. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aha. 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 Nein. So. Hä? Ich bin doch auf dem Schnee. So. Tauwerk. 17 und Stöcker, ne? Das sollte eigentlich reichen. Sehen wir zu, sonst werden wir hier die Möhren gammelig. Oh, es schneit schon wieder! Wo ist denn eigentlich der Kollege? Ach, der ist wieder nach da hinten gegangen. Hier ist auch keiner, oder? Nee. Dann sollte das funktionieren. Einmal so. Ah, den müssen wir jetzt tauschen hier. So. Gut. Hopp. Das ist schon wieder was? Nee, aber bald. Ja, lass den Mann noch ein bisschen stehen auf Wasser. Wir wollen ja jetzt in diesem Winter noch mal runtergehen. Oh, ich sehe auch, da oben ist irgendwas reif geworden. Was das dauert, bis man das mal alles auf die Reihe hat hier, ne? Guck mal, der ist fertig. Zack. Was ist eigentlich hier los? Wir haben ja jetzt ein bisschen Strom, ne? Guck mal, dunkler Kristall, ne? Schwarzkristall, ist das nicht toll? Aber wir machen jetzt ein bisschen Glaszeug. Ich brauche noch mehr von dem Mampfzeug. Obwohl ich ja gemerkt habe, da unten ist das gar nicht so dramatisch wichtig, wenn ich genug von den Getränken habe. Ah ja, wir wollen nochmal hier die nehmen. 6 ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl da. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch alles klar machen können. So. Siehste? Da müssen wir aufs Dach. Ja, da kommen wir nach Hause und müssen erstmal so allerhand organisatorische Arbeiten machen. Aber muss ja gemacht werden. So. Haben wir da schon Platz für? Ich glaube, das sind die ersten, ne? Oh, die kommen dann hier hinter. Ah ja? Das brauchen wir noch lange nicht, aber man kann ja gar nicht früh genug damit anfangen, oder? So, wie war das jetzt nochmal für so ein Glas? Brauchen wir 6 Stück. Ich denke mal, 2 Gläser mache ich noch. Ich habe da unten ja dann auch noch einige. Das sollte dann reichen. Das ganze Glas nicht dafür draufgehen lassen, dass dann nur diese Futtergläser machen. Wir müssen ja auch irgendwann, wollen wir ja mal einen Kleintierstall haben. Da brauchen wir ja da vorne den kleinen Käfig. Zumindest will ich das so. Ich könnte ja erstmal den Stall machen. Ne? Könnte ich ja. Aber erstmal wollte ich ja das noch da oben. Warte, ich guck mal eben, wie ist das mit
Tomatensamen haben wir. Hier, ich nehme das einfach mal mit. So. Und dann gucken wir mal. Dann hier Platz. Tomaten nicht so viele. Kartoffeln keine. Aber anderes geht. Also Zwiebeln und Möhren geht. Tomaten höchstens ein paar. Das auf jeden Fall gut. Zack, geht der auch? Der geht auch schon. Guck mal. Der ist auch schon bald soweit. Aber noch nicht, ne? Ich guck mal rein. Ja, noch nicht. So, dann packen wir den da rein, ne? Why not? So, die Möhren lassen wir stehen. Hier ist noch nicht fertig. Hat ja alles kein Wasser mehr. Zwiebeln wird auch gehen, ne? Ja, dann nehmen wir die doch. Alle? Ich denke mal, sonst verkoche ich die möglichst schnell. Außerdem habe ich ja noch einen Ausweichplatz notfalls. So. Zwiebeln 4 Stück. Ne, wie geht das hier? So. So. Und dann brauchen wir nochmal 4. Und dann machen wir das gleich so. Zack. Den haben wir voll, fast voll. Hier, damit er mal weitermachen kann. Alles klar. Gut. Oh, da ist ein Schrott. Den hole ich mir doch. Ich sehe nämlich kein Gefiech irgendwo in der Nähe. Hole ich mir doch den Schrott. Gleich. Naja. Ich überlege, ob ich das wieder auf F umschwenke. Gerade weil ich ja mit Zanken Land da sonst irgendwie so, ne? So, jetzt mal gucken, dass wir das hier reinbringen. Ja, passte nicht ganz. 5 haben wir über, packen wir so lange aushilfsweise da rein. Jo. Und der Rest. Na, guck mal, auch schon wieder 31. Ja, ist doch gar nicht schlecht. So. Alle voll machen. So, und den rein. Gut. Habe ich jetzt alles erledigt hier? Achso, und dann will ich mal eben gucken oben. Wir hatten hier 4, ne? Ich habe gesagt, 5 Mill will ich haben. Pass auf, dann machen wir folgenden Plan jetzt. Die sind ja alle soweit okay, ne? Der ist ja schon komplett aufgewertet, ne? Alle. Ja, die glaube ich auch, oder? Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir als nächstes hier den 5. kriegen, komplett aufgewertet. Und dann gehen wir in Richtung Kleintierstall. Weil irgendwann muss das doch mal was werden mit Eier und den ganzen 4 Elefants, oder? Leute, wir haben, welche Folge ist denn das jetzt? Das ist ja schon Folge 213. Und wir haben immer noch keinen Kleintierstall. Also da müssen wir jetzt mal hinter. Aber erst muss noch mal ein so ein Solargedöns gemacht werden. Was kostet der Spaß? Also, das waren 150 Mass. Okay, da. Ein Seil ist nicht das Problem. Das sollte auch kein Problem darstellen, aber 3 Platinen, das ist das Teure, weil 3 Platinen kosten 18, ne? 18 elektrische Teile. 18. Wie viel haben wir denn? 13. Ach, das ist eigentlich ist gar nicht so extremst. Allerdings auch aufwerten. Also, Aufgabe ist, baue ein Solarpanel, werte das voll auf und dann gehe langsam mal an den Kleintierstall. Aber kann sein, ich noch andere Dinge habe, die da vielleicht noch nötig sind. Das machen wir erstmal hier ein Gläschen. Na? Kostet 200 Strom. Wie sind wir eigentlich in Sprit? 175? Habe ich hier noch irgendwie einen Stack? Ich glaube nicht, den hatte ich rausgeholt, ne? Da ist nüschte. Uiuiuiuiui, das ist nicht so dolle viel. Man könnte ja vielleicht mal ein bisschen jagen, ein bisschen unfair jagen oder so. Dann gibt es ein bisschen Fett. Guck mal, da den da zum Beispiel könnten wir uns doch mal zu Gemüte führen. Das könnte jetzt im Winter auch vielleicht sogar... Er ist sogar ein 4er. Ne? Hopp. Jetzt läuft er weg. Nicht so weit weglaufen. Ach, jetzt schneit das schon wieder, ey. Kriege ich denn von hier aus erledigt? Also, getroffen meine ich. Nee.
War der drüber oder drunter? Ach, was denn? Ich warte noch ein bisschen. Hopp. Ah, schon noch weiter weg. Ich will mal gucken, ob ich meine Pfeile wiederfinde, ne? Da, wo das Blut ist. Ich sehe es schon von hier aus. Aber das hilft mir ja nichts. Der kommt ja an dann. Ich habe lieber einmal mehr geschossen. Ich lasse den erstmal liegen. Ich hole mir erstmal die Pfeile. Na, nur nimm ihn doch. Hä? Das ist schwer. So. Aber ich hatte drei versemmelt. Nee, müsste doch noch einer sein, oder? Habe ich nicht drei versemmelt? Aber manchmal geht ja auch einer kaputt. Das hört man manchmal am Sound. So. Da gibt es dann ja auch so ein bisschen Fett. Und das hat mich jetzt nicht viel gekostet. Na? Also. Hände waschen müssen wir. 13. Na, ich muss jetzt auch erstmal hier den wieder. Hatte ich schon gemacht, oder? Das war ein Reflex. Ja gut. Na, lass los. Ich drücke immer F. Ich glaube, ich drehe das um. Sonst kostet mir das irgendwann noch den Hals. Vor allen Dingen drücke ich dann in Sankenland immer das E. Ne? Das ist doch so, ihr kennt das. Wenn ich schon mal hier bin, komm. Ah, ich muss sowieso Hände waschen. Vielleicht kommt noch einer in die Nähe, dann können wir den auf die gleiche Art vielleicht schlachten. Na? Aufpassen, weiße Wölfe sieht man nicht. Die sind fast unsichtbar. Ich brauche hier gar nichts zu kloppen. Ich kann ja hier die Maus festhalten. Immer diese Unterschiede. Oh, da komme ich aber so nicht ran, ne? Warte mal. Nee, da komme ich gar nicht ran, ey. Nee, da komme ich nicht ran. Das ist zu hoch, ehrlich? Nee, hat keinen Sinn. Ja, dann eben nicht. Oh, guck mal, ey. Ob wir uns den greifen können? Das Elsch läuft über den See. Auch cool, ne? Pass auf. Erstmal das rein. Die rein. Bisschen Holz drüber. Hier. Det. Die. Lass mich mal eben hier. Schnell, schnell, schnell. So. Ja. Da müssen wir dann aber schon das Gewehr nehmen, ne? Dass der jetzt vielleicht schon hinten fast an der anderen Seite wäre. Das hätte ich ja gedacht. Aber doch nicht, dass der sich komplett auflöst. Das ist nicht das erste Mal, ne? Dass das passiert mit dem Elch. Ja, wie jetzt? Hier ist er doch gewesen ungefähr. So, das könnte der vielleicht, ja, inzwischen bis hierhin gewandert sein. Aber doch nicht ganz weg. Das ist doch Verarsche. Friere ich jetzt etwa? Nö, ich habe eine dicke Jacke an, bin ich nass. Das ist doch Verarsche. Ja, oder? Da haben wir aber schon wieder was im... Oh, da ist eine Kasse, eine Kiste, eine Kiste, Kiste. Nee, ist noch nicht in der Falle. Wird jetzt schon bald dunkel? Nö, oder? Wow, jetzt habe ich das... Da ist er drin. Hörte sich so an, oder? Ja, ja. Jetzt habe ich gerade die Lücke geschlossen. Apropos Lücke, ich wollte ja noch Wasser nachtanken da, ne? Ja, ist jetzt kalt. Haben wir hier was?
Zwei Stück. So. Haut der einfach ab, der Elsch. Oh Mann. Jo, haben wir hier noch Platz? Wo? Oh. Den kann ich mir als Snack. Kann ich mir den mal machen? Ich habe ja allerhand schon von Gammelfleisch inzwischen. Dann liegen wir die erstmal so lange hier rein. So. Müssen wir hier lassen. Aber die kann ich hier reinlegen. So. Na, mach hin. Oh, der ist auch schon fertig? Gut. Pack gleich hier rein. Siehst du, geht sogar voll. Schön, schön. Im Moment muss ich das jetzt noch nicht starten, weil wir haben ja eh noch nicht die Materialien. Aber wenn, ist das ganz gut, wenn man das dann eben schon mal so weit parat hat. So, jetzt wollte ich oben wässern, ne? Dass da oben weitermachen kann, weil Schnee wässert ja das nicht. Das tut es nicht. Wie sieht's hier aus? Gar nichts drin, guck mal. Ey, da ist ja noch einer! Da ist ja noch einer frei. Ich dachte, den hätte ich zugemacht. Hab ich gar nicht. Guck mal, da können wir schon wieder Baumwolle anpflanzen. Boah, jetzt geht das Wetter wieder kaputt, ne? Guck mal, dass das schon wieder eklig wird. Da möchte man schon wieder runtergehen, aber ganz so schnell können wir das nicht. Wir müssen auch so ein bisschen uns vorbereiten, ne? Ja, machen wir das ruhig richtig hier. Hier ist egal, das ist eh alles voll. Das ist ja auch reif, da ist das auch egal. Und hier, oh, hier muss dringend rein. Ja, nützt ja nichts. Wie sieht das hier aus? Ja, da kann was dazu. Hier muss was dazu. Das ist egal, die sind alle reif. Gut. Unerschöpfliche Mengen an Schnee hier. So. So. Gucken wir, dass wir das noch ein bisschen hinkriegen da oben. Ich kann ja schon mal sammeln. Wo haben wir denn so unsere Sammelkiste? Hier oben, ne? Kann ich ja hier sammeln. Also, wir brauchen erst einmal 10 Schrott, 4 Kaugummi und ein Seil. Nein, das sind keine Kaugummis. Sind die hier? Haben wir ja 4 Kaugummi. Und ein Seil. Seil war doch hier, ne? Ne, hier. Hier. So. Und das legen wir dann schon mal hier in die Ecke. Da fehlen dann nur noch die 3 blauen. Und für die 3 blauen brauchen wir... Oh, 12 Kupfer und 2 Perlen. 12 Kupfer! Ich habe gar kein Kupfer! Dann weiß ich, was ich auf Kupfer umstelle hier. Komm. Hä? Huh? Hatte ich den nicht... Ach, der hat ja den dann gemacht, ne? Auf Kupfer. So. Wovor läufst du weg? Na. Guck mal, der holt sich jetzt bestimmt einen Fisch durchs Eis. Das ist so ähnlich wie diese, wie dieser Quatsch. Oh. mit dem Elch, ne? Gucken wir mal aus der warmen Bude, wenn wir können. Wir haben ein Fenster in die Richtung, ja. Da hat er einen Fisch. Kann man nicht wirklich sehen, ne? So. Die machen wir auch noch eben. Also, was brauchen wir noch dafür? Ja, das haben wir schon mal. 2, das wären 4, ne? Ne, 6. 6. Die 6. Und dann können wir die 13 auch schon mal holen. Da fehlen aber dann nochmal 5.
Ist ja verrückt. Das ist immer die ewige Mangelware hier. Ja, weiß ja auch nicht, warum ich immer falsch mache. So. Ja. Ach ja, kriegen wir schon. So. Das kochen wir gleich. Ich brauche jetzt erstmal das Wasser, um da oben nochmal ein bisschen was nachzufummeln. Ja, wir müssen den Winter irgendwie rumkriegen. Der ist ja nahezu voll. Hier können wir noch einen reintun. Hier auch. Hier vor allen Dingen. So. Ist das eigentlich so, dass der für Schneeabkochen länger braucht, als wenn man Wasser hintut? Könnte sein, ne? So. Vielleicht sehe ich ja nochmal ein Elch. Noch wäre vielleicht so gerade Zeit, sich mit dem anzulegen. Guck mal, ein Wildschwein. Oh, da ist eine Kiste. Die will ich haben. Das Wildschwein ist jetzt nicht so... Boah, minus 9 Grad, ey. Oh, das war drin. Ist ja verrückt. Du haust jetzt ab, ne? Komm, hier, Grüne. Nein, natürlich nicht. Wozu auch? Könnte ich ja schließlich gebrauchen. Renn doch! Oh! Ich habe jetzt mit den Knöpfen wieder meine Probleme gehabt, dass ich nicht gerannt bin. Ich habe gedacht, jetzt ist wieder ganz blöder Scheiß passiert, jetzt dachte ich. Aber nochmal richtig gemacht. Boah, jetzt habe ich Puls. Schock am Abend, erquickend und labend. Mann! So. Das wollte ich nochmal eben nach oben bringen, ne? Hätte ja mal sein können, dass man da nochmal... Ja. Aber nee! Grüne kriegt, meine ich. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht da oben. Da sind wir ja schon fast so weit klar gewesen. Aber wie gesagt, die weißen Wölfe, die sind echt fast unsichtbar. Ist ganz übel damit. Das haben wir. Ja, nee, ist doch alles gut. Das ist gut. Brauchen wir doch gar nicht. Das ist gut. Auch. Na. Ja, komm, hier haben wir das schon mal vorbereitet. Alles gut. Komm, jetzt haben wir das aber auch. Wir haben ja genug. So, jetzt wird's dunkel. Ne? Ist die Zeit schon wieder um? Ja, ich werde mal gucken. Die eine Geschichte, die wir ja vorhaben, ist ja ein Solarpanel zu bauen. Klar, dafür braucht man natürlich auch noch Material. Gar keine Frage. Aber wir wollen ja auch viel des Winters unten verbringen. Allerdings kann ich ja erst dann runtergehen, wenn ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Wir brauchen ein bisschen was an Munition und genügend Sauerstoffflaschen, aber da haben wir da unten ja noch welche. Das reicht. Und so ein bisschen was muss man sich vorbereiten. Vor allen Dingen Munition und Futter und so und überlegen. Aber dann gehen wir wieder runter, sodass wir gucken, dass wir das überbrücken können, diese lange, lange Winterzeit, bis das Wetter wieder besser wird. Ja. So, kochen wollte ich was, ne? Den hier. Waren 3 Möhren, 2 Zwiebeln. Ja, 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 ja. Und dann hier noch. Nee, hier. Und Wasser. Und dann macht direkt noch einen hier. Das ist gar nicht verkehrt. Aber ich glaube, wenn hier dann das auch soweit fertig ist, das müsste ja soweit sein hier, dann ist genug damit, oder? So. Schwupp, nochmal ein Glas. Ah, jetzt ist dunkel. Ja gut. Ich denke mal so ein, zwei, vielleicht 3 Folgen, keine Ahnung, werden wir wohl noch hier oben sein. Und dann gehen wir wieder runter. Vielleicht bereite ich auch mal vor, dass wir mal auf der anderen Seite rauskommen. Das wäre ja auch mal interessant, ne? Aber da muss ich ein bisschen gut vorbereitet sein. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da war auf der anderen Seite. Boah, ich friere hier zu Hause. Minus 12 Grad hier drin. Ey, jetzt geht's richtig los. Boah, minus 12 Grad hier drin. 0 Grad am Ofen. Boah. Heftig, oder?
Was ist eigentlich draußen mitten am See? Ich würde ja gern mal gucken gehen, nur so für Spaß, ne? Komm, das mache ich jetzt noch schnell. Also, rennen. Minus 13. Mehr nicht, ne? Minus 13. Okay. Na, vielleicht würdet ja doch... Das wäre natürlich eine gute Geschichte, ne? Wenn ihr das so programmieren könnte, wenn ich hier alle Fenster zu habe, dass dann wärmer ist hier drin. 0 Grad. Das heißt, wenn ich keine Kleidung hätte, zum Beispiel, weil ich gestorben bin, das alles weg ist, würde ich trotz Ofen hier frieren, weil 0 Grad hältst du da nicht aus, wenn du kaum was dann hast. Das ist schon verrückt, oder? Na gut, bevor die Nacht wieder rum ist, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Bis dann, bye bye und tschüssi.